Machen dich deine Räume eigentlich krank oder unterstützen sie dich beim Gesundwerden und Gesundbleiben? Um die Frage, wie Räume mit Gesundheit zusammenhängen, darum geht es heute im Raumtalk. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen bei Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen riesen Schritt näher kommst. Und in vielen, vielen Fällen geht es da um Gesundheit, wenn wir von Zielen sprechen. Bei vielen Beratungen, wenn ich frage, was sind so die Anliegen, da geht es um dieses Gesundbleiben. Und wenn natürlich die einen oder anderen Krankheiten da sind, ums Gesundwerden. Darum schauen wir uns das heute genau an. Du bekommst 5 Dinge, wo du hinschauen kannst, jetzt gleich, um zu analysieren, wie steht es denn so mit deinen Räumen? Wie ist der Zusammenhang zwischen deiner Gesundheit und den Räumen? Wenn du dieses Video Ende Jänner 2018 hörst, wenn es herauskommt, da gibt es mein wunderbares Webinar zu diesem Thema. Gesund werden, gesund bleiben und wie dich deine Räume dabei unterstützen. Melde dich jetzt gleich an zu diesem Webinar. Schau auf jeden Fall hier hinein unter www.mariahusch.com/Gesundheit. Ja, wie hängt es nun zusammen im Webinar? Da gehen wir ganz genau hin und schauen uns an, was können wir konkret tun und was sind dann noch tiefer diese Zusammenhänge. Heute geht es in diesem Raumtalk um 5 Dinge, die du tun kannst, um einmal dich zu stärken, um herauszufinden, was da ist, und diese 5 Schritte, die ich durchgehe bei all meinen Beratungen. Ganz egal, ob es um ganz kleine Dinge geht, wie einen Schnupfen, oder auch um Dinge, die vielleicht länger sind, wie Schlafstörungen. Oder auch um Dinge wie, dass man ab und zu nicht so gut gelaunt ist, ein bisschen depressiv, wo wir die Stimmung im Raum stärken wollen. Oder es sind wirkliche Krankheiten, manchmal sind es auch große Krankheiten und Schicksalsschläge. Wir können keine Krankheiten natürlich heilen, nur durch die Räume. Aber wir können uns in den Räumen Kraft holen und Energie holen, um was auch immer wir sonst noch tun, erstens einmal das Richtige anzuziehen und dann da auch durchzugehen, die Schritte zu machen, um uns zu erholen. Und da sind wir gleich beim ersten Schritt und das ist das Allerwichtigste, das ganze Jahr, aber ganz speziell, wenn wir krank sind. Und darum gibt es in meiner I Love My Home Community diesen wichtigen Punkt: Mache dein Zuhause zu einem Kraftort. Und das brauchen wir vielleicht das ganze Jahr nicht, aber wenn wir krank sind, dann brauchen wir es. Und da macht es natürlich Sinn, schon vorzubauen. Und das gilt gerade auch, wenn es Kleinigkeiten sind, wenn ich mit einer Grippe im Bett liege. Dann muss ich schauen, dass diese Umgebung dort mir Kraft gibt, ja, mir Energie gibt, um da auch gut auszuschlafen und meine Zellen zu aktivieren, auch diese Krankheit zu bekämpfen und möglichst rasch wieder gesund zu werden. Also erster Schritt auf jeden Fall, stärke dein Zuhause und mache es zu einem Kraftort, der dich unterstützt, gerade dann, wenn du Krankheiten hast. Zweiter Schritt, wo wir dann anschauen, wie sind unsere Räume jetzt? Diese Frage und hör mal hin, manchmal sagen wir es schon sprichwörtlich in unserer Sprache. Das macht mich krank. Ja? Und manchmal ist es eine Farbe oder das kaputte Licht oder das quietschende Bett, das macht mich krank. Hör da auch einmal hin und da sieht man auch schon den Zusammenhang. Der Zusammenhang, wenn wir unsere Räume verändern,
dann verändern wir unser Tun und Denken und das hat natürlich auch auf die Gesundheit Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, was wir essen, wie wir frei durchatmen können, wie viel Sport wir machen und es hat auch natürlich auf unser Denken einen Einfluss und wir wissen ja, dass Körper und Geist da zusammenarbeiten und wenn es uns so richtig gut geht, dann werden wir viel, viel schneller auch wieder gesund und natürlich vielleicht bekommen wir dann den einen oder anderen Virus gar nicht, weil es uns so gut geht und alle anderen, die gestresst sind, werden schneller krank. Also analysiere deine Räume und geh wirklich da auch durch, was macht dich krank? Was lässt dich nicht durchatmen? Ja? Was macht dich klein? Was wirkt stickig? Und was sind so die Dinge, wo du schon merkst, da bin ich eingeengt. Schau da auf Dinge auch, wie was ist oben, was lässt mich groß wirken als Person oder lässt mich alles eher klein wirken, dass ich schon von meiner Körperbewegung mich klein mache. Wie gesagt, die einzelnen Themen schauen wir in unserem Webinar an. Melde dich da auch gleich an unter www.mariahusch.com/Gesundheit. Ja, und dann geht es schon um die Ziele. Gerade wenn wir krank sind, ist es wichtig, dass unsere Ziele in den Räumen sichtbar sind. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du dir ein Band im Knie gerissen hast, ja, und dein großes Ziel ist es, im Sommer auf Urlaub zu fahren und da wieder fit genug zu sein, um am Strand zu spazieren oder vielleicht sogar zu laufen, was auch immer. Und ich habe dieses Ziel in meinen Räumen wirklich gut sichtbar mit Bildern, was auch immer. Dann wird mich mein Unterbewusstsein da unterstützen, es wird mich motivieren in der Therapie. Das wird mich auch dann noch ein paar mehr Übungen machen lassen in der Therapie, wenn ich eigentlich gar nicht mehr will. Also gerade wenn wir krank sind, Ziele ganz, ganz gut auch sichtbar machen in den Räumen. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, diese Krankheit, was auch immer wir haben, was steckt da so dahinter? Gibt es da vielleicht auch andere Themen? Gibt es da Herausforderungen, auf die ich nicht geschaut habe in meinem Leben und die ich jetzt lösen möchte oder sollte? Und genau die können wir auch in den Räumen lösen. Da geht es darum, natürlich dahinter schauen. Was sagt eine Krankheit aus? Wenn ich permanent im Stress bin und unachtsam, dann ist es meistens oft die Zeit, wo man dann stürzt und sich verletzt. Oder wenn ich wirklich permanent 180 in der Arbeit Dinge tue und dann noch zu Hause viele, viele Aufgaben habe und mir keine Zeit zur Ruhe nehme, dann wird irgendwann der Körper sagen, nein, stopp, und schickt irgendeine Krankheit, damit du Ruhe geben musst. Da wird vielleicht die Herausforderung zu lösen sein, dass ich schaue, mehr Ruhe in meine Räume zu bringen. Da kann man ganz, ganz genau auch hinschauen und sich das überlegen. Also, was könnte dir dein Körper sagen bei deinen Krankheiten? Schau da dahinter und vielleicht kannst du genau das auch in den Räumen lösen. Mach dich auf den Weg und schau dich da um. Und eins der wichtigsten Themen, der fünfte Tipp dazu, suche den Frühling in deinen Räumen. Im letzten Raumtalk ist es auch um diese Frühlingsenergie gegangen, zum Thema Erfolg und bei der Gesundheit ist es die gleiche Dynamik. Wenn der Frühling kommt, dann haben wir wieder so mehr Lebensgeister, dann wachsen wir wieder, dann können wir frei durchatmen, dann ist so alles sauber, gesund auch in der Natur. Und von der Wirkung kennst du das sicher, wenn es dann zum Sprießen beginnt, ja, wo man plötzlich wieder aktiver wird und sich vielleicht auch besser fühlt. Und diese Energie, bring sie auch in deine Räume. Grün, nicht umsonst, ist in vielen Spitälern auch sehr viel Grün eingesetzt. Aufstrebende Formen wie Streifen, Pflanzen, frische Blumen, ja, wenn du im Bett bist und gerade krank bist,
dann bitte jemand, dir das auch zu bringen. Hol dir all die Dinge heraus, die dich wirklich stärken und diese Wachstumsenergie des Frühlings hereinbringen. Also nochmal die 5 Dinge. Erstens, schau, dass dein Zuhause ein Kraftort ist, gerade dann, wenn du krank wirst. Zweitens, mach eine Analyse, was in deinen Räumen macht dich krank und was könntest du hier lösen, dass mehr Flow auch ein bisschen in deinen Räumen ist. Mach deine Ziele sichtbar, auch die, die die Gesundheit betreffen, und schau dir an, was liegt dahinter, hinter deinen Wehwehchen, hinter deinen Krankheiten, und was gibt es da zu lösen, wie können die Räume dich dabei unterstützen. Das 5. der Frühling, der hilft dir sicher, um möglichst rasch wieder gesund zu werden und gesund zu bleiben. Also gönn dir einen Frühlingsboten. Gerade jetzt, Ende Jänner, im Februar, wenn wir schon sehnsüchtig darauf warten und vielleicht auch in der Stimmung so mancher Wintertag schon viel zu lang und viel zu grau ist. Wie gesagt, komm zu meinem wunderbaren Webinar, da tauchen wir noch viel, viel tiefer in das Thema ein. Vielleicht kennst du andere, die sich auch mehr Gesundheit wünschen in ihren Räumen, in ihrem Leben. Dann teile diesen Raumtalk mit ihnen, erzähle ihnen davon, lade sie ein zum Webinar. Und vergiss nicht, komm auf meine Website www.mariahusch.com. Dort bekommst du alle möglichen Informationen, kannst dir alle Details zu diesem Raumtalk auch holen, auch die Anmeldung zum Webinar. Und du kannst dich dort in meine Community eintragen. Dort bekommst du so manche Informationen, die ich nur mit meiner Community teile. Und dann natürlich auch immer wieder die neuesten Raumtalks in dein Postfach. Das war der heutige Raumtalk, ein ganz spezieller zum Thema Gesundheit. Vielleicht hast du schon lange, lange darauf gewartet. Setze gleich etwas um, gerade wenn es dir nicht gut geht. Und übrigens, es ist auch wunderbar, das zu nützen, wenn du in deiner Umgebung Menschen hast, die krank sind und die so ein bisschen mehr Kraft in ihren Räumen brauchen. Schenke ihnen etwas, das in ihre Räume Energie bringt, Frühling bringt und die Räume zu einem Kraftort macht. Zum Abschluss wie immer mein Slogan, und der gilt vor allem auch dann, wenn es uns nicht so gut geht. Verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Ich freue mich riesig auf unseren nächsten Raumtalk. Bis dann und Servus.